Gut, also alle gesund, alle gut und gesund. Sieht mir, das ist schon durch. Ja, ich habe mir jetzt bei Johannes. Okay, ja, ich auch, danke schön. Bin wieder in Deutschland, 5 Tage Quarantäne, am Freitag einen Corona-Test, Präventiv-Test und dann sehen wir mal, wie es geht. Bin ich schon sehr, sehr spannend. Okay, gut. Du präsentierst okay, gut, ja. Wir haben noch Zeit. Musst du gut nehmen. Okay. Also letzte Stunde Motorrad nach Graz fahren. Ja? Ich glaube, das passt zum ersten Jahr mit. Ja. Was ist der Motorrad? Motorrad ist nicht ein Fahrrad. Ja, Motorrad ist schwerer, größer, schneller und mehr Mode. Und Deswegen ist es bequemer. Motorrad ist verboten, ich glaube, im Zug. Nicht. Ja, genau. Das ist ein, also schwerer, wie ich früher gesagt habe, fast schmerzend. Genau. 5. Sie haben Ihren Rucksack im Zug liegen lassen und möchten wissen, wovon Sachen aufbewahrt werden. Und hier haben wir auch ein paar Sachen, ein paar Wörter, die wir erklären müssen. Jan, die Dote Rucksack, ihr wisst schon, das ist der Rucksack. Die Tasche, die wir zur Schule nehmen. Aber sie oder er hat diesen Rucksack im Zug gelassen, der Kalender. Und möchte wissen, wo Fundsachen. Fundsachen sa sind die Sachen, die wir in einem öffentlichen Verkehr gefunden haben. Ja, ein Transport, Transportpublik im Zug. Wenn wir etwas vergessen haben, dann kommen die Mitarbeiter, wie in Puntoret, sie sammeln diese Sachen und da gibt es ein Fundbüro. Fundsache, Jan Gerard Tejetura. Aufbewahrt. Bewahren. Beware. Sie in Englisch. Gepäck aufbewahrung. Deponoi, Ruhe, ja? Echo adkuptem. Kuruhen. Das ist, gibt es eine Situation passend zu das? Mit Gepäck versand. Gepäckversand ist Transporte, die in der Stoppie. Was denkt hier die anderen? Gibt es nicht? Ja, da gibt es kein passendes Service hier. Und dann haben wir 6. Sie haben sich das Bein gebrochen und brauchen Hilfe mit Ihrem Koffer. Anna Fiona, was denkst du? Vielleicht barrierefreies Reisen. Also barrierefreies Reisen hatten wir, aber mit ihrem Koffer, mit Koffer, oder das mehr. Es ist Gepäckversand, genau. Weil er das nicht selbst machen kann, selbst wenn er dabei wird, die braucht Hilfe. Okay, wir haben jetzt 2 Gespräche, wir hören die gleich in der Jamse später und wir haben ein paar Probleme beim Reisen. Wir haben, was sind die Probleme und dann was sind die Lösungen? Das Probleme, das Schwierigkeiten. Und dann haben wir diese Seite seitdem oder bis, das wird aber schon später erledigt. Wir hören das zu in der Jamse.
dhe shohim se çka është problemi te këta. Schritt A. A3. Gespräch 1. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir haben da ein Problem. Unser kranke Lehrerin unterstützen Geflüchtete. Ja, solche Sachen. Wir haben die wie eine Liste. Hast du selbst andere Ideen? Was können Sie anders machen? Schamunde Bönketer? Ich weiß nicht. Ja, sie unterstützen die Tiere zum Beispiel in Brünkowschitz. Wir haben darüber gesprochen, Natur unterstützen. Ja. Kranke Lehre. Okay, dann die dritte Frage. Welche Personengruppen engagieren sich besonders häufig, Lisbona? Männer? Mehr als Frauen engagieren? Mhm. Und so in der Arbeit mit Geflüchteten? Sind aber vor allem Frauen und junge Leute aktiv? Mhm, genau. Ja. Also allgemein, sie sind die Frauen, also die Männer sind mehr als Frauen, aber in diesem Schwerpunkt Flüchtlinge, Migranten, sind die alte Frauen und die Jugendlichen ein bisschen mehrer. Und dann haben wir auch über freiwilliges soziales Jahr und freiwilliges ökologisches Jahr gelesen. Was bedeutet freiwilliges soziales Jahr, FSJ? Das machen so, so viele Jugendliche in Deutschland. Kennst du das, Bisjana? Ein freiwilliges soziales Jahr? Ein freiwilliges soziales Jahr bedeutet, die Jugend Legion, spenden Zeit in Altenheimen. Verbringen Zeit. Spenden ist Kurse, ja? Verbringen Zeit. Verbringen Zeit, ja. Verbringen Zeit in Altenheimen. Ich liebe diese Frau und ich will wie diese Frau in der Zukunft sein. Ich freue mich, dass sie hier armen. Ist wie Isol. Ist ein Modell, Isol. Ja, Modell aus der Isol, genau. Ja. Okay. Wir haben hier wie eine Karikatur. Dieser Mann sieht Albert Schweitzer, mein großes Vorbild. Quatschvorbild. Tu selbst was. Bei Wettischka. Sehe nicht, ah, du machst so gute Sachen, du bist mein Vorbild, dann musst du auch etwas selbst machen. Ne? Und wer ist Albert Schweitzer? Wenn ihr das fragt, ist immer Pösnissekuschisch. Wir haben hier ein paar Sachen. Er war Arzt, Theologe, Musiker, Philosoph. Also er war vielseitig. Ja? Ich schon mal an, schon kaputt, schon Jera. Okay. Habt ihr ein Vorbild? Habt ihr einen Vorbild? Kennt ihr Jun, deine Modell, deine Ido? Wir haben darüber auch schon diskutiert. Kim Diskutur, Partner Lidia Meckert. Ein Mensch, einen besonderen Menschen, den ihr riechst, der Wetschand, checken, ist sie Modell, der Scheron, der Bohren, ist sie Ayabayo. Nein. Also, die können auch Themen im B1 sein. Munter jene das Thema per Bernie. Teun, das hat Muntum, das hat Moss Flissne per Moa, noch kein Problem. Per Witte Mendonice, Munter jene Thema, ne se, der Scheron, der Futen, der Bräuni, Juan, der Goethe-Institut, aber Kudo, jan Thema, das er Fulleret. Munter jene schon lädt, das was ist dein Vorbild? Schau, das hat, kusch, das Modelle üt, das haben wir schon. Okay.
Wir haben jetzt eine Radio.